Heute dreht sich alles um die Erde. Aber stimmt das denn überhaupt? Dreht sich wirklich alles um die Erde? Und ist die Erde nicht eigentlich eine Scheibe? Oh oh! Damit und mit anderen Verschwörungsmythen machen wir heute reinen Tisch. Dass die Erde eine Kugel ist, sollte eigentlich allen klar sein. Wir beweisen das aber trotzdem nochmal mit einem ganz simplen Experiment. Auf einer Scheibe würde ein sich entfernendes Boot etwa so aussehen. Es wird kleiner und fällt irgendwann von der Scheibe. Wenn man davon ausgeht, dass die Erde eine Kugel ist, sieht das Ganze so aus. Zuerst verschwindet der untere Teil des Schiffs. Und Überraschung, genauso sieht es aus, wenn ich mit einem Fernglas am Strand sitze. Ein Schiff, das zum Horizont fährt, verschwindet nach und nach. Zuerst verschwindet der Rumpf und dann der Mast. Man sieht eindeutig, die Erde muss eine Kugel sein. Und einen weiteren Beweis lieferte schon der griechische Gelehrte Eratosthenes in der Antike. Eratosthenes verglich den Schattenwurf in zwei Städten, in Alexandria und in Aswan. 33. 1000. Zuerst ließ er von zwei königlichen Schrittzählern den Abstand zwischen den beiden Orten ausmessen. Ja, ihr hört richtig. Da wurden Leute fürs Gehen bezahlt. Dann wurde am Tag der Sommersonnenwende, also an dem Tag, an dem die Sonne mittags in Aswan exakt über einem steht, beobachtet, dass dort weit und breit kein Schatten zu sehen war. Dagegen warf ein Obelisk in Alexandria genau zur selben Zeit einen Schatten. Aus diesen Beobachtungen konnte Eratosthenes schließen, dass die Erde eine Kugel ist. Also am einen Ort hat man keinen Schatten, am anderen aber schon. Wie hat man denn daran die Kugelform der Erde erkannt? Das zeigen wir euch jetzt an einem Modell. Hier nehmen wir zwei Zahnstocher und stecken sie einmal in die Erdkugel und einmal in die Erdscheibe. Beide Male mit dem gleichen Abstand. Scheint die Sonne, hier eine Taschenlampe, von hoch oben auf die Scheibe, wirft keiner der Zahnstocher einen Schatten. Scheint sie auf die Kugel, sehen wir genau den Unterschied, den auch schon Eratosthenes beobachtet hat. Der Schattenwurf hat also bewiesen, die Erde muss eine Kugel sein. Aber warum ist die Erde eigentlich eine Kugel? Das liegt daran, weil die Schwerkraft, auch Gravitation genannt, alles zu ihrem Mittelpunkt zieht. Und wenn alles eben gleichmäßig zum Mittelpunkt gezogen wird, dann bekommt man sowas wie eine Kugelform. Allerdings so eine ganz perfekte Kugelform ist die Erde nicht. Weil sie sich um ihre eigene Achse dreht, ist sie am Äquator, also am Bauch, ein bisschen dicker und an den Polen etwas abgeflacht. Um das zu zeigen, reicht ein Schaschlikspieß und ein Papierstreifen. Und jetzt kommen wir zur Erdrotation. Die Erde dreht sich um sich selbst, um ihre eigene Achse. Und den Beweis dafür hat ein sehr berühmtes Experiment erbracht, das Foucault'sche Pendel. Und so ein Pendel zeige ich euch jetzt hier. Wird das Pendel angestoßen, schwingt es hin und her. Es macht halt das, was ein Pendel so macht. Aber wenn wir ein wenig Zeit vergehen lassen, passiert etwas Unerwartetes. So sah das Pendel zu Beginn um 14 Uhr aus. Und jetzt schaut mal, wie sich das Pendel innerhalb von 3 Stunden scheinbar verschoben hat. Und noch eine Stunde später hat es sich noch weiter gedreht. Was ist da los? Ihr seht, das Pendel scheint allmählich seine Schwingungsrichtung zu ändern, aber das ist gar nicht so. In Wirklichkeit schwingt das Pendel weiterhin in dieselbe Richtung, stur hin und her. Der Grund für die mysteriöse Richtungsänderung ist die Rotation der Erde. Während das Pendel hin und her schwingt, dreht sich die Erde unter ihm langsam aber stetig weiter. Und weil wir uns ja mit der Erde mitdrehen, sieht es für uns so aus, als würde das Pendel seine Schwingungsrichtung ändern. Und dieses Experiment können wir auch zu Hause nachmachen. Dafür brauchen wir einen Drehstuhl, ein kleines Pendel und Spielfiguren. Wir setzen das Pendel in Bewegung und drehen langsam unsere Drehstuhlerde. Aus Sicht der Spielfiguren scheint das Pendel die Schwingungsrichtung zu ändern. Aber wir sehen von oben ganz klar, das Pendel schwingt eigentlich immer in die gleiche Richtung. Die Erde dreht sich aber nicht nur um sich selbst, sondern wir wissen auch, dass sie sich zusätzlich noch um die Sonne herum bewegt. Viele Menschen gehen jetzt davon aus, dass die Jahreszeiten daher kommen, weil die Erde im Sommer näher an der Sonne dran ist als im Winter. Aber das kann ja gar nicht sein. Denn wenn wir auf der Nordhalbkugel Sommer haben, haben wir ja bekanntlich auf der Südhalbkugel Winter und umgekehrt. Die Jahreszeiten entstehen vielmehr durch die Schräglage unserer Erde.
denn die Erde kreist mit geneigter Erdachse um die Sonne. Mal streckt die Erde ihre nördliche Halbkugel der Sonne entgegen und mal die südliche, und zwar genau auf der anderen Seite der Bahn. Im Süden bekommt man dann mehr Sonnenstrahlung mit, weil sie steiler auf die Erde trifft, während die Strahlen auf die nördliche Halbkugel nur flach auftreffen. Deshalb klettert die Sonne ja auch im Winter bei uns nie sehr hoch über den Horizont und ist nur kürzer zu sehen. Also wir wissen, die Erde dreht sich um sich selbst und sie kreist um die Sonne. Aber es gibt doch noch etwas, was sich um die Erde dreht, und zwar der Mond. Und der sieht ja nicht immer gleich aus am Himmel. Manchmal ist er kugelrund am Himmel zu sehen und manchmal nur als dünne Sichel. Aber wie entstehen diese unterschiedlichen Mondphasen eigentlich? Für dieses Experiment brauchen wir erstmal Dunkelheit. Außerdem eine Styroporkugel als Mond und eine Taschenlampe als Sonne. Unsere Kamerafrau spielt Erde. Sie sieht mit ihrer Kamera also den Mond, so wie wir ihn von der Erde aus sehen. Aus Kamerasicht ist in dieser Position Vollmond. Wenn der Mond sich etwas weiter um die Erde bewegt hat, strahlt die Sonne nur noch die eine Hälfte der Vorderseite an. Halbmond. Unser Mond bewegt sich auf seiner Bahn weiter und steht dann so, dass nur noch seine Rückseite von der Sonne angeschieden wird. Neumond. Und wenn es dann noch ein Stückchen weitergeht, dann sieht man sogar die Mondsichel. Und dreht sich bei euch auch schon alles? Gut, dann sind ja alle rundherum glücklich und wir haben endlich fertig gedreht. Also das Video meine ich. Die Erde dreht sich weiter. Und wenn euch von all diesen schlechten Wortwitzen noch immer nicht schwindelig genug ist, dann schaut doch mal in unsere anderen Videos rein. Denn da dreht sich auch alles um Wissenschaft.